Chanson des Monats. Chanson des Monats auf SWR 2. Chanson des Monats. Was haben Sie diesen Monat vor, Herr Pigor? Ist es schon wieder so weit? Es ist Mai. Ich hasse billige Einhelligkeit. Wenn die Meute die Beute wittert, wird das Opfer in emsiger Kleinarbeit wundgeschrieben und wundgetwittert. Wir sollten den positiven Aspekt niemals aus den Augen verlieren und nie, auch wenn man damit aneckt, nie aufhören zu differenzieren. Differenzieren. Okay, dann sag doch mal was Schönes über Uli Hoeneß. Oh. Sag doch mal was Schönes über Uli Hoeneß. Über Uli Hoeneß. Klar muss man auch differenziert sehen, ja. Über Uli Hoeneß? Ja. Ja, klar nicht. Über Dieter Hoeneß. Klar. Aber ich meine, der Mann hat schon immer polarisiert. Sag doch mal was Schönes über Uli Hoeneß. Oh, noch was. Was soll man jetzt nur sagen? Sag doch mal was Schönes. Puh. Also er hat die Diskussion über Steuerflucht belebt. Das mit dem Konto war nicht schön, aber er hat es ja selber eingesehen auch. Und die Schweiz andererseits ist nicht so weit weg wie die Kaimaninseln oder so. Ne? Sag doch mal was Schönes über Uli Hoeneß. Sag mal, ist der nicht irgendwie auch sozial? Christlich. Ich meine, da kommt natürlich viel zusammen an Antipathie. Jetzt nicht nur Bayern ist der Buhmann. Und jetzt Götze. Also, wenn man Bayern-Fan ist, kann schon sein. Ich meine, er hat viel getan für den Verein, also schon toll. Ja, toll. Ich persönlich interessiere mich nicht so für Fußball.